haben uns sehr freundliche Wesen in hoffnungslosen Situationen geholfen. Aber diesmal ist es an uns, einen stolzen Freund zu unterstützen und ihm die Arbeit abzunehmen. Aber anfangs ist selbst unser Team überlastet. Denn klar haben wir auch wenig Erfahrung im Umgang mit dunklen Wesen. Doch macht euch selbst ein Bild. Hallo, hier Hordokide. Captain Australia hier. Wir haben Probleme mit einem Mrat. Was in Beyonders Namen ist ein Mrat? Das ist eine lange Geschichte. Hört zu. Captain Australia erläuterte ihm, dass ein Mrat ein spezieller australischer Vampir ist, der nachts Menschen in sein Versteck bringt. Um zu verhindern, dass ein Verstorbener ein Mrat wird, fressen die Aborigines ihren Zogni Beine. Limeng und Elemeng flogen sogleich zum fünften Kontinent und stärken Mrat instinktiv auf. Mann, lass sofort die Menschen frei. Niemals, ihr seid auch noch dran. Nein, nein, mach du ihn fertig. Lass mich in Ruhe, gleich hier. Nein, er wirft mich über sich. Gut so, Lineman. Weiter so. Klasse, du machst ihn klar. Nein! Luft! Element, mach ich fertig. Wasser. Martfloh, Lineman und Element erkundigten sich über Vampire. Dabei fanden sie heraus, dass sich viele Vampire vor religiösen Symbolen fürchten. Wo sonst das Kruzifix wirkt, brauchten sie hier religiöse Symbole der Aborigines. Hier habe ich was. In der Naturreligion der Aborigines gibt es sogenannte Traumpfähle, die den Aborigines sehr heilig sind, heute jedoch fast vollständig zerstört sind. Fordi soll ein Symbol jener aus der Vergangenheit holen. Kein Problem für Fordi. Traumfahrtsymbol der Aborigines aus der Zeit der Französischen Revolution. Ah, hier habe ich einen Stock aus dem Känguru-Traumpfad, der für Angehörige dieses Pfads heilig ist. Für andere tabu. Der müsste den Mrat aufhalten. Vielen Dank, Fordi. Lineman und Element spürten Mrat erneut auf. Diesmal jedoch mit dem heiligen Stock bewaffnet. Wie du siehst, haben wir eine Waffe gegen dich. Also gelaufen, lass die Menschen frei. Hehehe, mal sehen, ob dein Freund einen ebenso starken Willen hat wie du. Noch ist er dein Freund. Gigantenkontrolle. Element kämpft dagegen an. Element, wer dich? Er kontrolliert doch deine Gedanken. Also, hol mal den Stock. Lass ihn liegen! Nein! Element, komm jetzt mal mit fertig. Lineman und Element. Im Namen von Australien bedanke ich mich dafür, dass ihr dieses Land, diesen Kontinent, diese Metropole von dem Vampirismus und somit den bösen Machenschaften des Marts befreit habt.